Freunde, hier ist wieder euer Master Zero und willkommen zurück zu Shantae Half Genie Hero. Und ich bin kurz davor, die letzten paar der Überreste zu finden, weil wer hat sich diese Scheiße ausgedacht? Ohne Scheiß. Ich meine, guckt euch das an. Von der Plattform hier rüber. Mit dem Elefant rüber dashen. Und das bei mindestens 2-3 Mal. Ich wusste nicht, dass das... Hier. Was ist das für eine Reichweite? Also echt, wer sich das ausgedacht hat, wird geschlagen. Oh gut, jetzt holen wir uns die letzten Überreste. Und... Wumps! Okay, gut. Wir gehen also zurück. Automatisch. Lieferst. Jo. Du sollst übergeben. Super. Du hast Krankheit. Das tut mir leid. Ich habe dich angesteckt. Ich soll mit zum Arzt gehen. Yeah. Ich glaube, ich mache jetzt den Warp-Tanz. Ach nee, oder warte mal. Ich habe doch die... Nein, das wollte ich nicht. Ha, perfekt. Muss ich diesen Plattform-Bullshit nicht normal machen. Aber ich habe dafür bis auf drei Einzelsachen alles gefunden in Tasseltauden. Jesus. Jetzt bin ich natürlich neugierig, was sich sonst so unter Blumen verbirgt. Ja, wir sind bei Sky. Jo, danke für den Ritt. So, hier ein Blümchen. Ich habe Metallschrott gefunden. Der ist sicherlich noch wichtig. Ist hier noch mehr? Okay, erstmal. Ups. Ja, der Doktor, wir kommen gleich zu dir. Hier ist noch ein bisschen hiervon. Ne, okay. Na, ich hab zwar letztes Mal gesagt, wir gucken uns die Galerie sofort an, aber... Also am Ende der Episode an, aber... Alter, war das ein Bullshit. Gut, ja. Na, dann komm doch, Mist, sie haben keine Blutegel mehr übrig. Oh, hallo, was sind wir heute hier? Soll irgendwelche Medikamente? Soll ich Magenprobleme? Weißt du vielleicht, wann dein letzter Arztbesuch war? Ach, er sagt dasselbe wie beim letzten Mal. Wenn du durchdenkst, dann kommt einfach vorbei. Ah, okay. Du siehst nicht gut aus. Soll ich dich untersuchen? Ja. Spielen wir Dr. Spielchen? Du hast Krankheit abgegeben. Ach, fühlst du nicht gut? Fühlst du nicht so? Nur das Richtige? Gleich einen winzigen kleinen Stich spielen. Also eine Viper ihre Zähne tief in deine Kehle graben. Das klingt schmerzhaft! Ich mag schon so keine Spritzen, aber wenn schon einer so kommt, oh, das klingt, fühlt sich so an, als wenn eine Viper ihre Zähne tief in deine Kehle graben würde. Also, Dankeschön! Macht nur Spaß. Jetzt war es gesund. Einfach so. Wahrscheinlich gar nicht gesehen oder bemerkt. Ja. Yay! Also eine gute Patientin, was kommen? 6 Monate wieder für die Nachuntersuchung. Keine Snacks in der Nacht davor. Keine Eiscreme und Mangas mehr? Ach nee, warte mal, Comics? Sie hat ja Comics vom Schlafen gehen gelesen. Nicht einmal Wasser. Was? Durch diese kommst du nur nach draußen.
Danke, ich lebe in dieser Stadt. Ja. Was nun? Sein Sitz im Ansiedler, der in Desert Town lebt. Das war nur eine Sidequest? Das war nur eine verfickte Sidequest? Lass mal hoffen, dass es. Der Desert Bild und mächtige Magie, aber niemand kenne wirklich solch einen kleinen Eingang passen. Okay, das habe ich schon gemacht. Onkel! Oh, shit. Das war das. Ah, ich hatte ja in der letzten Episode gesagt, dass da ein bisschen Pause dazwischen war. Und oh mein Gott, stimmt ja. Bolo, du... Wieso hast du mich daran erinnert? Vollpfosten. Also doch schon wieder Mermaid Falls. Ich will da nicht nochmal hin. Fickt euch, Leute. Ich guck mir jetzt mal die Galerie an. Ich will mich an hübschen Bildern laben. Drei. Da haben wir 4. Nein. Schlüssel verwenden. Ja. Ich liebe sowas! Ich liebe sowas! Ohne Scheiß, ich liebe sowas! Und sogar noch teilweise... Oh, das sind die alten Tänze, wie bei den Originalen! Genau, wo sie die Hände da oben zusammen hatten und nur die Hüften hin und her schwingt, das über die Schulter blicken mit den Zwinkern. Oh, das bringt Erinnerungen zurück. Na, die verschiedenen Animationen, Bewegungen, wenn sie getroffen wird oder irgendwas anderes macht. Wie geil in der zweiten Reihe, da richtet sie ihr Oberteil und ihr Höschen. Wie herrlich ist das denn? Oh, sowas gefällt mir. Oh, oben links. Oh. Oh, sie ist so süß. Da unten links. Das will ich haben. Schlüsselanhänger. Will ich haben. Ah, oh, wie cool. Oh, risky. Okay, ist das etwas schon fürs DLC? Das wäre cool. Das wäre sehr cool. Okay, weiter geht's. Ich glaube schon, dass es fürs DLC schon ist, weil im letzten Teil weiß ich nicht. Na ne, ich weiß nicht, ob du da Risky steuern konntest, aber sie hatte da nämlich nicht ihren Captain-Hut. Sondern wie man in der zweiten Reihe links sehen kann, hat sie dann nur ihr Kopftuch. Poliert erstmal ihren Säbel. Gegner. Skorpione. Stimmt, die kommen ja auch noch. Das ist wahrscheinlich das mit Desert Town, was die anderen so alle meiden. Die verschiedenen Konzepte für die Bogenschützerin. Verschiedenen Konzepte für die meine Krabbenform und die verschiedenen Klamotten für Rotti. Oh, sogar Strandklamotten. Die Strandklamotten will ich haben, aber
Aber selbst im Blau sehen ihre Klamotten super aus. Das war's? Okay. Ich weiß gar nicht, wie viele Schlüsse ich überhaupt gekriegt habe. Noch mehr Konzept. Hier ist es die Höhle vom Anfang. Okay, das hier dürfte dann Desert Town sein, die Stage. Okay. Das ist immer noch die Anfangsarea, bevor ich zum Onkel komme. Hier haben wir mein Haus. Das ist der Keller, den Onkel irgendwie doch nicht hat. Das ist der... War es das Wüstenarea, wo ich gerade eben war? Tasseltown, nur halt das erste Mal den ganzen Wind. Kann sein. Oh, sowas liebe ich, ohne Scheiß. Ah, oh, und ich kann nicht reinzoomen oder irgendwie sowas. Oh. Ein Tasseltown bei Nacht. Version 1. Oh, ich liebe sowas. Ich noch? Ich hab noch einen Schlüssel. Aber ich glaube, nach 3 habe ich doch nichts mehr. Noch mehr Konzeptart. Ah, da oben rechts sehen wir schon mal den einen Bruder von Rotti. Ah, es ist aber ein leicht anderer Stil als den sie im Spiel benutzt haben, dann zum Schluss. Slime Girls? Drippy bits will be added to any final version. Ah, okay. Der untere Gegner sieht aber nicht schlecht aus vom Design her. Oh, da kommt definitiv noch einiges auf uns zu. Oh ja, der Bürgermeister, dieser nutzlose Penner. Oh, das ist definitiv ein anderer Zeichner, wie sie zum Schluss benutzt haben. Aber für Konzeptsachen ist es definitiv sehr gut. Und ja, es ist definitiv diese Version, nicht die Version aus, wie heißt es denn, Pirate's Curse, weil da hat sie ja noch so eine kleine Weste an. Ah, das sind sogar noch die Konzeptsachen von den Konzeptsachen, die wir vorher gesehen haben, weil oben links, da wo sie so springt und freut, das haben wir ja schon in der reinen Version gesehen. Die Meerjungfrauenfabrik. Muss ich mal später mal nochmal richtig durchlesen. Wow! Da frage ich mich, wann wir mal auf die treffen. So, ich glaube, aber ich habe keine Schüssel mehr. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay, gut, die meisten Schlüssel habe ich schon. Gut, ich hab's schon lang genug aufgeschoben, also muss ich zurück zum Mermaid Falls. Ich hasse diesen Ort. Ich meine, mit den Meerjungfrauen bin ich jetzt mittlerweile dicke, aber... Naja. Irgendwas Glitzerndes im Wasser. Ich hoffe, ich habe alle Skills und so weiter, die ich brauche für die Scheiße. Obwohl, warte mal. Ich habe Jungfrauenform habe ich ja dort gekriegt. Da habe ich auch die Zange für die Krabbenform. Aber danach war ich doch schon mal da drin und hab nachgeguckt und ich habe nichts gefunden. Warte mal. Da habe ich nur einen Herzhalter und einen Schlüssel. Okay, bevor ich irgendwen
die Zeit verschwende, gucke ich erstmal in anderen Stages nach, denk ich mal. Also. Oder warte. Ich werde mal wieder cheaten und werde kurz im Internet nachgucken. Wir sehen uns gleich wieder. So Leute, ich habe nochmal nachgeguckt und ja, wir müssen dahin. Alles, ich habe alles, was ich brauche, um es zu beenden. Beziehungsweise um den Lichtsplitter dort zu finden. Metallschrott, okay. Okay. Jetzt brauche ich die Mausform durch bestimmte Mazes. Parts durchzukommen, okay. Ich würde nochmal doppelt abchecken, ob ich hier alles habe. Na genau, das ist das, wo ich hier noch die extra Attacke brauche. Ich wünschte, ich könnte hier wenigstens so ein Dash unterm Wasser haben oder so, aber wahrscheinlich wird sich das dann in den Angriff umwandeln, sozusagen. Ah, okay. Ich denke mal, dass diese in den Plattformen hier, diese Rillen, dass ich mit der Mausform da rein kann. In irgendwelche ganz bestimmten davon. Au. Ja, nur noch diejenigen finden, wo ich rein kann. Das Monster-Ei. Mittlerweile schon so voll mit diesen Dingern. Okay, hier ist zumindest nichts. Ah! Wartet mal. Aha! Hier.
Ah, shit. Fuck you. Fuck you. Na egal. Kann die eh nicht angreifen. Bin wieder auf diese Mini-Version von diesen Sandwürmern. Hier rum, darum. War da irgendwie ein Ausgang? Oder? Nee. Noch nicht. Au. Aber hier. Eieiei. Ein Kumpel. Ah. Meine Güte. Ein Zauberer, richtig? Nein, nicht ganz. Mach dir keine Sorgen. Ich bin ein guter Zauberer. Du siehst nicht danach aus. Ah, gut. Irgendwelche Süßigkeiten? Es war doch nicht umsonst. Ja. Es war doch nicht umsonst. Meine Schwäche für Süßigkeiten. Wie würde ich eine ganze Stadt in Asche legen, nur um ein paar Zuckersüße... vergiss. Stimme in meinen Kopf. Da würde ich ein paar Süßigkeiten gebrauchen. Warte kurz. Ich dachte, ich hätte keine Süßigkeiten. Jetzt hast du welche? Okay, es wäre jetzt für den Fall gewesen, dass ich ihn begegnet wäre, aber noch nicht den Lollipop vom Arzt gekriegt hätte. Bei den Lutscher. Wow! Ich meine, wow! Süßigkeiten aus dem Nirgendwo. Ich bin eine echte Zauberin. Hier für dich. Danke, Kumpel. Oh. So ein Lichtschild hergestellt aus Kristall. Eine Zauberin. Schließlich ein Kristall, oder nicht? Habe ich recht? Antworte mir! Okay, war nur Spaß. Alles in Ordnung. Hat Spaß damit. Oh, danke, Kumpel. Glaubst du gleich, wie du mir da jetzt weitergeholfen hast, ey? Boom. Boom. Ah. Ich frag mich, wie es wohl noch weitergeht. Weil hier geht es ja noch um einiges weiter. Und nur für den Fall, falls ihr euch wundert, sie läuft wirklich jeden Abschnitt einmal so komplett durch, ohne dass ich einen Knopf oder so weiter drücke. Das muss ich teilweise warten, bis sie am vorletzten Punkt immer warten. Oh. Okay. Da ist wohl nichts Interessantes. Egal. Oh. Oh. Da oben. Okay, das war der Zauberdude. Also jetzt wieder eine normale Plattform. Weil da oben ist nämlich noch ein kleines Rätsel mit den Dingern. Aha, genau hier. Dann die Besinnweise. Ne, es war das, was ich schon hinter mir gebracht habe. Wo führt denn das alles hin, ey? Irgendwie irgendwo was finde, wo ich da rein kann.
Also hier komme ich definitiv unten raus. Aber wie komme ich denn hier bitte schön rein? Weil wie ihr seht, da unten sind diese Gegner, also kann ich da auch irgendwie rein, aber... irgendwie... irgendwo noch einen Platz finden, wo ich euch als Maus da rein kann. Vor allem da ist eine Schatztruhe, rechts ist eine Schatztruhe. Hier muss irgendwas sein, ohne Scheiß. Sehen wir euch von hier aus. Noch nicht. Nein. Ah, okay. Das ist irgendwie Bullshit. Ah, schade, zu hoch. Okay, hier müsste ich... ah, hier muss ich hin. Und von hier aus starte ich den ganzen Mist. Okay, irgendeine Plattform ganz links. Ah, nee, oder die hier. Komm ein bisschen von der Höhe. Nope. Eine Plattform, die noch höher ist. Nicht viel, aber etwas. Die ist es. Der Part ist ja noch alles okay. Das finde ich alles super. Ja, sobald ich in der Fabrik bin. Oh, Mann. Oh, danke. Schneller als du. Okay, jetzt kann ich definitiv hier ordentlich was abgreifen. Und jetzt bloß nicht irgendwie mal zwischendurch da rausfallen. Aber interessant, dass ich eine blaue Maus bin, obwohl ich violette Haare habe. So, das ist schon mal Schatzruhe 1. Und noch ein Galerieschlüssel. Oh, super. In Ruhe, ihr Penner. Die tut mir eh nicht weh. Ich bin so froh, dass ich keine Magie verbraucht. Okay, es ist jetzt über den Magier. So. Na gut, dass wenigstens diese Würmer in ihren eigenen Arealen bleiben und nicht mit mir noch zusammen die Plattform erkunden. Okay, das ist schon die Schatztruhe. Super, 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 super. Was ist früh? Oh, was haben wir hier? Was haben wir da? Oh Gott, das ist ein Herz, Alter. Oh, das fühlt sich gut an. Und hier kommen wir also da.
Hier war keine Plattform? Nee. Oh, wie geil. Oh, es fühlt sich gut an. Ich habe was erreicht und das fast ganz alleine. Aber den Anfang, da brauchte ich etwas Hilfe, aber jetzt... Falsch. Oh, ich glaube gar nicht, wie gut das jetzt gerade tut. Gut, dann habe ich jetzt einen Sternsplitter. French, hol mich ab. Natürlich will ich speichern. Dumme Frage. Ich will noch mal kurz gucken. Okay, es gibt noch ein weiteres... einen weiteren Herzhalter, einen weiteren Galerieschlüssel, zwei Seelen und einmal Metallschrott. Noch einmal dort. Aber ich glaube, der ist in der Fabrik drin. Da ist ja irgendwo, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwo gegen Ende wächst ja da eine einzelne Blume. Ich wusste, es hat irgendwas mit diesen Kackdingern zu tun. Hauptstraße kann ich irgendwann mal demnächst machen. Jetzt erstmal zu Onkel. Danke, Sky. Bis zum nächsten Mal. Okay, die Blumen bleiben platt. Oh, hallo, Onkel. Mich? Ja, natürlich. Direkt neben den Dunkelsplitter, genau. Ups. Hier. Wunderbar. Fehlt nur noch ein Teil, Onkel? Jupp. Ist fast geschafft. Ich muss los. Wo musst du hin? Schießen muss Leben genießen. Du bist immer noch ein Zombie. Mal so nebenbei. Warum sagst du das andauernd? Gut, endlich jemand, der ihr mal diese Frage stellt. Hm? Hast du die mitbekommen? Die Sache mit dem Ende der Welt. Wait, what? Der Hypnobaron beschwört eine Kreatur von unsagbarem Schrecken. Davon erzählst du jetzt erst! Ich will so viel Spaß zu haben wie möglich, bevor das Biest damit anfängt, die Welt zu vernichten. Danke. Wenigstens irgendwer, der genauso reagiert wie ich. Eigentlich könnte ich einen Flug gebrauchen. Ich werde Federkopf nach einem Flug zur Burg der Hypnobrons verraten. Vielleicht bekomme ich einen Sitzplatz in der ersten Reihe. Hier hast du eine Karte, falls du mitkommen willst. Ich kann auf keinen Fall zulassen, dass Hypnobaron irgendeine gigantische Bestie beschwört. Ein letztes Mal, Onkel. Danach helfe ich dir, deine Maschine fertigzustellen. Oh. So viel Ablenkung heute. Versprich mir, dass du vorsichtig bist. Mari, Onkel. Oh, meine Güte. Vor allem, wie viele Barone gibt es denn da? Den Technobaron, den Amobaron, jetzt den Hypnobaron. Zwischendurch war noch Holly dazwischen mit ihrem komischen Sandwurm. Eieiei. Okay, aber ich habe zumindest einiges in Anführungsstrichen geschafft. Also noch mehr. Stimmt, der Galerieschlüssel. Mehr Galerie. Galerieschlüssel gefunden, Herzhalter. Süßigkeit vom Doktor bekommen. Ordentlich mit der Mäuseform ordentlich was rausgefunden. Eieiei. Und ich habe endlich diesen beschissenen Lichtsplitter. Konzept. Ich glaube, das ist der letzte mit Konzept. Ja, danach die Schlüssel sind dann für die Fanart. Ich habe mir den ganzen Namen jetzt nicht gemerkt, also nenne ich es jetzt einfach so, wie Risky es eigentlich nicht haben will. Das Poop tut. Wie kann sie sich überhaupt diesen Namen merken?
Ah, okay, so sollte das also zuerst aussehen mit der Meerjungfrau Königin. Oh, und sie sollte zuerst komplett ohne Oberteil sein. Ich glaube, das hätte auch keinen gestört. Oh, und du solltest zuerst zwei Augen haben. Ich bin froh, dass du mit einem Auge hast. Du sagst, du bist mehr als wie eine Bestie und habe ich weniger Skrupel gehabt, dich zu töten. Ja, dich meine ich, du hässliches Vieh. Yep, dieser Part des Spiels war nicht schön. Okay, nicht verschiedene Designs. Abgesehen von den Ketten zwischen ihrem Oberteil. Also wenn ich das so alles sehe, bin ich froh, dass sie die Farbpalette oben links genommen haben. Weil das finde ich wirklich von allen Farbkombinationen am besten. Noch ein paar verschiedene Designs und Szenarioskizzen. Okay. Das ist wirklich interessant. Was haben wir hier? Okay, verschiedene Möglichkeiten, wie sie dargestellt werden sollte, während sie festgekettet war. Zumindest ist sie in jedem Bild davon angepisst. Wen haben wir hier? Oh! Ich glaube, wir wissen jetzt, wie der Hypnobaron aussieht. Halbwegs. Weiß ja nicht, was sie als Endkonzept für ihn genommen haben. Aber das ist zumindest naheliegend. Genau, hier sind drei Fanart-Galerien. Und ich will nur noch gucken, was für eine Art von Stage das ist. Ach ja, brauche ich gar nicht. Ich habe ja schon maximales Geld. Ah! Willkommen! Ich werde einfach alles kaufen, was ich hier finde. Okay, das Einzige, was wirklich nur noch fehlt, ist der Super-Mega-Puff. Und das Heil-Items, aber da habe ich so viele andere. Wow. Ah, dafür als erst mit den Fingern, okay. What the fuck? Da frage ich mich, wie da wohl die stärkste Version aussieht, okay. So, meine Magie. Dankeschön. Sky. Also, mir raten, du bist Hypnobaronsburg fliegen. Boah, weißt du das? Weil diese treulose Tomate wollte sich einen Flug schnorren. Au. Du gerätst wegen hier noch in Schwierigkeiten. Halt, muss Hypnobaron aufhalten. Yep. Typisch. Sag nicht, hätte ich dich nicht gewarnt. Bist du bereit, los zu fliegen? Yep. Wie gesagt, ich will nur mal gucken, wie die Map so von oben aus aussieht. Ich werde jetzt nicht reingehen. Okay. Das ist definitiv wie so eine Vampir, Halloween, wie auch immer, Stage aufgebaut. Das sieht man so schon. Die dunkle Energie, die verrotteten Bäume, eine alte Burg mit irgendwelchen Ist das ein Grabstein? Kann sein, oder alte Mauerstücke. Und es gibt mir zwei verschiedene Arten von Geheimnissen, die ich da finden kann. Lame. Na gut. Dann kann ich jetzt beruhigt ja die Episode beenden. Na also dann, wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen, wie auch immer habt, schreibt es in die Kommentare runter oder schreibt mich an bei Twitter. Die Links sind in der Beschreibung. Und danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bye, bye.